Hallo Leute, viel Spaß bei meinem Video von meinem letzten Afrika-Trip. Ich habe jetzt mal den Originalton angelassen. So konntet ihr hören, wie die Maasai sprechen. Also wir sind in Arusha angekommen und dann Richtung Maasai Mara gefahren und haben ein Maasai-Dorf besucht. Allerdings kein touristisches Maasai-Dorf, sondern es war wirklich ein ursprüngliches Maasai-Dorf. Die Leute waren begeistert, die haben selten weiße Menschen gesehen, haben uns angefasst und mit uns getanzt und für uns gekocht und ja, es war ein beeindruckendes Erlebnis. Und danach sind wir dann gleich in die Serengeti gefahren. Ja, wie man sich Serengeti so vorstellt, es ist nicht so, wie man es sich vorstellt, sagen wir mal so. Die Idylle um diesen Gepard trügt etwas, denn um ihn herum stehen jetzt gerade 15 bis 20 andere Safari-Fahrzeuge und beobachten ihn beim Jagen. Auch die Elefanten trotten gemütlich vor sich her, obwohl den ganzen Weg entlang Fahrzeuge stehen und die Touristen fotografieren sie und bewundern sie. Ja, die Serengeti war eine tolle Erfahrung. Was wir ein bisschen verkannt haben, waren die Temperaturen. Abends brauchte man eine Daunenjacke, denn die Serengeti liegt ziemlich hoch, und zwar so zwischen 1000 Meter über dem Meeresspiegel, und der benachbarte Ngorongoro-Krater liegt schon fast 2000 Meter hoch, und da wird es abends immer recht kühl. Es wurde lecker gekocht, aber wie gesagt, alles draußen. Wir haben im Zelt übernachtet und es war ziemlich frisch draußen. Am Tage war es sehr, sehr heiß und man fährt halt stundenlang durch diese Savanne. Es gibt keine Bäume, nur dieses Grasland. Aber es war eine Erfahrung wert und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wir waren auch im Ngorongoro-Krater. Das war ähnlich, nur dass ringsrum halt Berge sind. Das ist ja ein eingestürzter Krater. Und auf dem Campsite im Ngorongoro-Krater kam abends ein Elefant zu uns als Überraschung. Da hat man doch ein bisschen Herzrasen bekommen dann. Ja, eigentlich ist man den ganzen Tag also auf der Suche nach Tieren. Die Fahrer und Guides, die sprechen miteinander in ihren verschiedenen Autos und halten an und sagen, da sitzt ein Löwe und da sind Elefanten und die Hippos sind dort und dort. Und dann fährt man praktisch schnell dahin, um die Tiere zu sehen, zu beobachten. Und dann muss man ganz leise sein, dass die natürlich nicht wegrennen. Was auch gut zu sehen ist, ist immer, wo ganz viele Autos stehen, ganz viele Safari-Autos. Dort sind garantiert irgendwelche Tiere. Da halten die Fahrer dann an und dann wird geschaut, was dort für Tiere sind. Solltet ihr das mal planen, zieht euch keine schwarzen Schuhe an. Ich hatte schwarze Turnschuhe an, die waren hinterher so grau, ich habe sie nicht mehr sauber bekommen. Von diesen staubigen Sand. Hier bei den Elefanten sieht man das auch, wie es staubt. Und nach der Safari sind wir dann noch ein paar Tage in Arusha geblieben. Dort sind wir dann zum Wasserfall am Mount Meru gewandert. Auch dort kommt man nicht einfach so alleine hin. Man muss immer einen Guide nehmen, um die Gegend zu erkunden. Aber das war jetzt nicht irgendwie gefährlich oder so. Man ist durch ein Flussbett gelaufen und irgendwann ist man dann an diesem Wasserfall angekommen.
imposant waren die großen Bäume. Das waren alles so Mahagoni-Bäume und diese wunderbare grüne Natur dort im Regenwald. Nachdem wir Arusha dann erkundet hatten, sind wir direkt nonstop nach Sansibar geflogen, nach Stone Town. Hier sitzen wir und essen Mittag auf einem Markt. Und danach sind wir gleich mit dem Taxi nach Nungwi gefahren. Nungwi kenne ich schon. Viele Jahre war ich dort. Und das ist schon eine Art Zuhause. Die Kühe kommen fast täglich an den Strand. Man muss halt aufpassen, dass man seinen Strandlaken nicht in einen Kuhfladen legt. Ja, ansonsten ist hier gerade Ebbe. Wenn Flut wäre, würde das Wasser bis zu den Häusern gehen und man könnte nicht am Strand vorbeilaufen, man müsste an zweiter Reihe laufen. Direkt am Strand, das sind ja immer Restaurants und ja, da kann man halt nur bei Ebbe langlaufen. Dann waren wir schnorcheln in Memba Island. Memba ist eine Insel. Und was man uns allerdings nicht sagte, ist, dass es eine Privatinsel ist und man die gar nicht betreten darf. Wir sind also mit dem Boot von Nungwi dorthin gefahren und mussten vom Boot aus schnorcheln, was uns jetzt aber nicht so schwer fiel. Aber so richtig große Attraktionen gab es halt nicht im Wasser. Ein paar schöne bunte Fische, Seesterne und Korallen. Aber dass man jetzt mal eine Schildkröte getroffen hätte oder einen Reef Shark, das war nicht so. Zum Mittagessen mussten wir dann wieder aufs Boot und sind dann an einen anderen Strand gefahren, der auch super, super schön war. Aber diese Insel durften wir nicht betreten. Am Abend haben wir uns dann zum Sunset Cruise überreden lassen. Das war eine kleine Tour, die auch wieder den Erwartungen nicht so entsprochen hat. Aber man kann es ja mal gemacht haben. Man fährt mit dem Boot von Nungwi Richtung Kendwa und kurz vor Kendwa dreht man wieder um und fährt wieder zurück. Aber es ist halt ein Erlebnis, weil die Sonnenuntergänge in Nungwi, das sind die besten, die ich je irgendwo gesehen habe. Man kann richtig verfolgen, wie die Sonne ins Wasser fällt. Jetzt ist sie weg, die Sonne. Man hat nicht immer Glück und bekommt so ein Boot, wo auch Trommler drauf sitzen. Das ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre dann.
Der Affe hier übrigens gehört niemandem, der kommt täglich ins Nungwien und holt sich eine Banane oder einen Apfel, je nachdem, was die Leute ihnen zur Verfügung stellen von dort. Oder er klaut sich das aus der Cocktailbar.